Julian guckt also ein bisschen den Sportsender auf diesem Pinguin-Fernseher. Ach, ist das nicht schön? Ah, Justin ist endlich aufgestanden. Diese Augen, das ist... nur allzu akkurat. Julian liegt im falschen Bett. Das ist übrigens ein Schlafanzug. Ich finde, das ist sehr passend. Na, wenn das nicht gemütlich ist. Das fasst den Redaktionsalltag mal wieder erstaunlich gut zusammen. Justin ist selbstsicher und wäscht ab. So lobe ich mir das. Und er posiert erstmal für die Kamera, sehr gut. Es ist so schön, diese Mickey-Maus-Stimme von Basti zu hören und überhaupt den zu sehen und zu wissen, dass das Basti ist. Ich glaube, Justin muss auch gleich zur Arbeit. Ich habe für ihn die Amateur-Unterhalter-Karriere gewählt. Ich denke, das passt. Das wird später bestimmt besser. Basti habe ich zur Aushilfe als Tellerwäscher gemacht. Das bietet sich an, da er Meisterkoch werden möchte. Oh, Anmachspruch taucht direkt auf, wie schön. Das führt doch direkt in genau die Richtung, in die ich die beiden lenken wollte. Es scheint wunderbar zu funktionieren. Oh, die beiden sind direkt kokett. Und Lara muss gleich in die Schule. Na, sowas. Es wird Zeit, dass die beiden sich etwas näher kommen. Es scheint gut zu funktionieren hier. Sinnlicher Austausch. Na, sowas lobe ich mir doch zwischen den beiden. Ach, Justin, der alte Romantiker. Basti wird schon ganz warm. Geschichten, die das Leben schreibt. Mittendrin guckt er einfach aufs Handy. Auch das ist sehr akkurat. Ist das nicht einfach wunderschön? Erotischer Austausch, oh yeah. macht mal irgendwas hier. Gestehen sich angezogen zu fühlen. Ach, macht einfach irgendwas. Ihr wisst schon, was zu tun ist. Hauptsache, ihr könnt nachher in einem Bett schlafen. Du müsstest längst in der Schule sein. Mach hinne. Steh auf. Gott verdammt. Na, auf zur Schule. Genug Spaß gehabt, Justin muss zur Arbeit. Basti hingegen scheint heute seinen freien Tag zu haben. Das hatte ich gerade ganz vergessen. Naja. Das bedeutet aber, dass Basti mal für uns alle kochen kann. Ist das nicht eine wunderbar ehrenvolle Aufgabe? Mach Rührei mit Speck für die ganze Familie. Julian schläft immer noch. Wie schön. Und er hat keinen Job. Ich denke, ich suche ihm mal einen. Ja, ich denke mal, Julian kann Geheimagent werden. Das ist gut. Gestresster Lehrer. Der Lehrer muss schnell weg, um wichtige Medikamente einzunehmen. Daher bittet er die Klasse, sich ruhig zu verhalten und die von ihm aufgetragenen Aufgaben zu erledigen. Soll Lara gehorchen oder andere Hausaufgaben machen, solange sie die Gelegenheit dazu hat? Ich würde sagen, gar nichts. Nach Hause gehen. Das geht aber leider nicht. Dann halt, Hausaufgaben machen. Der Lehrer bleibt nicht so lange weg, wie Lara gehofft hatte, und erwischt Lara bei den Hausaufgaben. Er teilt ihr eine Standpauke darüber, dass es wichtig ist, Anweisungen zu befolgen. Tja, schlecht gelaufen, was? Und Julian hat die Küche in Brand gesetzt. Das ist nicht so gut gelaufen. Aber da komme ich direkt, wie der große Held, der ich bin, und lösche ihn. Jetzt klopft jemand an der Tür. Sowas. Basti, begrüß mal. Tja, das ist insoweit etwas unvorteilhaft. Oh, wir haben Geld dafür bekommen. Na gut. Was ist denn hier los? Hier ist ja richtig Aufruhr. Tja, also Julian hat erstmal versagt. Toll, wir haben irgendwie 400 oder sowas als Versicherungsgeld bekommen, aber der Herd hat 1000 gekostet. Das bedeutet, das ist ein sehr großes Verlustgeschäft. Das ist echt blöd. Wieso hat Julian die Küche in Brand gesetzt? Ja, Dusche in Schande. Dusche in Schande. Ach, er hat Gourmet-Obstkuchen mitgebracht, zu freundlich. Ja, rede mal mit dem Fremden hier über Veränderungen in der Nachbarschaft, die du nicht mitbekommen hast, weil du gerade erst eingezogen bist. Das ist schon okay. Und da kommt Julian und trinkt das Glas Wasser der Schande. Er fühlt sich offenbar nicht so gut. Das sollte er auch nicht. Er hat den großen Plan des Rühreis mit Speck für die ganze Familie einfach im Keim erstickt, indem er die ganze Küche in Brand gesetzt hat. Ich hoffe, er schämt sich. Ich hoffe, er schämt sich sehr. Sprich mal mit diesem Fremden über den Nervenkitzel des Stehlens. Achso, es kann sein, dass ich vergessen habe zu erwähnen, dass ich Basti zum Kleptomanen gemacht habe. Was macht diese fremde Frau hier in Julians Zimmer? Ja, mach mal direkt einfach deinem Ärger Luft. Das ist bestimmt eine gute Idee. Also, meine Blicke sind erstaunlich akkurat, das kann man nicht anders sagen.
Tja, da wir keinen Herd haben, denke ich mal, müssen wir uns wohl auf Mikrowellengerichte konzentrieren. Gartensalat sonst, ja. Was kocht Basti denn jetzt? Nichts, anscheinend. Das ist auch gut. Was ist das? Macaroni mit Käse? Kein Ofen steht zur Verfügung. Ja, warum holst du dann die Zutaten dafür raus? Du Noob. Ich sollte einfach gucken, ob es vielleicht einen billigeren Herd gibt, als den wir jetzt hier geschrottet haben. Den Julian geschrottet hat, eigentlich. Nein, also schon, ja, aber den können wir uns auch nicht leisten. Bedauerlich aber auch. Julian führt angeregte Konversationen mit dieser fremden Frau auf seinem Bett. Es läuft also prächtig für ihn. Und ich mit diesem Typen, der Obstkuchen mitgebracht hat und ihn jetzt die ganze Zeit selbst in der Hand hält. Ist es nicht schön zu sehen, dass bei Julians Lebenswunsch hier das einzige verdiente Einkommen bisher daraus besteht, dass die Versicherung uns etwas Geld dafür gegeben hat, dass er den Herd abgebrannt hat? Mach mal einen Gartensalat, Julian. Ach, es ist tragisch. Lara, geh vom Handy weg und geh auf Toilette. Wie ein Champion, Wieso geht sie so männlich? Ach, egal. Das Gespräch hier muss offenbar sehr anregend sein, weil das immer noch stattfindet, obwohl es mittlerweile 2 Stunden später ist oder so. Julian versagt also auch, indem er sich die ganze Zeit in den Finger schneidet. Oh, wen haben wir denn da? Ned Flanders. Okay. Ich muss ihm Hallo sagen. Ned, bleib stehen. Ich muss dich begrüßen, Ned. Ich möchte unbedingt mit Ned Flanders befreundet sein. Hi diddly-do, Nachbarino. Mach mal ein von Herzen kommendes Kompliment und verschöne ihm den Tag. Er hat's nötig, es ist Ned Flanders. Seine Frau ist letztens erst gestorben. Lern ihn kennen und rede mit ihm über seine Interessen. Mach einen Witz über Pantomimen. Erzähl eine lustige Geschichte. Blödle mit ihm rum. Erzähl eine dramatische Geschichte. Ach, Justin ist wieder da. Er hat ein bisschen Geld mitgebracht, aber nicht sehr viel. Falls du dich wunderst, wieso es hier drin so nach Rauch riecht, das war Julian. Und falls du dich wunderst, wo der Herd ist, das war auch Julian. Mann, sieht Justin unglücklich aus. Und Julian, der irgendwie Ähnlichkeiten mit irgendeinem Taliban hat, regt sich über irgendwas auf. Der Gartensalat schmeckt wahrscheinlich etwas nach Blut, weil er sich dabei ständig halb den Finger abgeschnitten hat. Lara indes guckt die ganze Zeit Fernsehen. Und zwar den Sportkanal. Ich würde sagen, du kannst ja mal Comedy gucken. Das Gespräch mit Ned Flanders war offenbar sehr erquickend. Wie schön. Kommt er mit rein? Oh ja, bitte komm mit rein, Ned. Oh, er geht weg. Es war wunderschön, dich mal persönlich kennenzulernen, Flanders. Ich liebe dich. Justin legt sich wohl erstmal ins Bett. Er hat einen anstrengenden Arbeitstag hinter sich. Basti kommt mal dazu und tröstet ihn ein bisschen. Er will's offenbar noch nicht, weil er noch nicht eng genug mit Justin ist. Ja, das wird sich dann wohl ändern müssen. Wie ich feststellen muss, ist der Gartensalat, den Julian vorhin gemacht hat, von der Qualität her sehr schlecht. Und ich wundere mich, warum hier alle so schlecht drauf sind. Julian, was machst du? Du solltest nicht in die Küche gehen. Ich bin offensichtlich traurig, dass ich keinen Computer habe. Ich muss sagen, ich verstehe dieses Leid. Ja, das reicht als Aufnahme erstmal. Wie wird es weitergehen? Das erfahren wir vielleicht irgendwann mal. Im Moment ist Sims 4 erstmal wieder langweilig geworden.